Kaum war meine Reaction zum Simplicissimus-Video draußen, habt ihr mir schon geschrieben, sehr geil, aber bitte reacte auch noch auf das neue Video vom Y-Kollektiv. Und genau das wollen wir heute machen. Es geht um Cybermobbing und Rufmordkampagnen im Darknet, so zumindest der Titel. Und ich bin sehr gespannt auf die Doku, sie geht 25 Minuten. Ich werde hier natürlich noch meine Sachen ergänzen und ja, bitte euch natürlich da auch vorbeizugucken. So, zunächst einmal, ich werde mir dieses Video hier als Hacker, also beruflicher Hacker, also nicht böse, sondern jemand, der das Ganze beruflich macht, der Webseiten sicher machen möchte, angucken, und ich werde mir das Ganze als Data Scientist angucken, also jemand, der sich mit KIs, also künstlicher Intelligenz, beschäftigt. Denn ja, ich habe beides in meiner Masterarbeit zum Beispiel gemacht, also vereint wirklich in einem Thema, und ich glaube, dass hier auch wirklich beides gefordert ist. Ich meine, im Darknet, das sagt ja schon so ein bisschen, nee, da sind die Hacker so unterwegs, vielleicht kenne ich da mich mit ein bisschen Cyber Security aus, und auf der anderen Seite haben wir allerdings viel Data Science, glaube ich, in dem Thema drin. Denn ich will hier nur mal ein paar Sachen in den Raum werfen. Automatisierte Cybermobbing-Rufmordkampagnen, also Darknet heißt meistens, dass es über Bots läuft, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, und gerade Fake News sind ja gigantisch schwierig, denn solche Fake News werden teilweise, also gerade Bilder, werden häufig von KIs erstellt, also sowas wie Deepfakes, sagt vielleicht dem einen oder anderen was von euch. Deepfakes sind Videos, die einfach so erstellt werden von der KI über eine Person, also da wird quasi ein Video erstellt mit dem Gesicht einer Person, das eigentlich so nicht existiert. Und genauso geht das natürlich mit Sprache. Das heißt, man hat zum Beispiel, das habe ich auch schon öfters auf meinem Kanal gezeigt, man hat ein sehr realistisches, abgesehen vom Inhalt, realistisches Video zum Thema Weihnachtsgrüße der Queen erstellt. Das war eher so ein Versuch, wie weit kann man eigentlich gehen, und wird das Ganze als falsch wahrgenommen. Und im Endeffekt ist es ein Video, wo die Queen erstmal drüber erzählt, wie ihr Mann irgendwas zockt oder sowas, und am Ende tanzt sie TikTok. Super unrealistisch natürlich, aber es sah zumindest teilweise wirklich realistisch aus, und das ist genau die Gefahr. Und ich glaube, hier werden wir in eine ähnliche Richtung gehen, denn als Mensch kann man das Ganze nicht mehr unterscheiden, und es gibt auch tatsächlich viele KIs, die versuchen, das Ganze zu unterscheiden. Also ist es real oder ist es nicht real, und sie scheitern, fast alle. Also ja, spannendes Thema. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, und jetzt lasst uns loslegen, bevor ich hier noch mehr vorwegnehme. Achso, natürlich, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Okay, gut, wie immer von magischen Händen das Headset aufgesetzt, und los geht's. Es gibt Menschen, die im Darknet Rufmordkampagnen verkaufen. Der Service, ein Leben zerstören, per Mausklick. Dabei geht es um das Verbreiten von Falschmeldungen im Internet, das Hacken von Accounts oder sogar das Anhängen von Kinderpornografie. Stell dir mal vor, alle, die du liebst, glauben dir kein Wort mehr. Das macht dich kaputt. Und diesen Service kann ich dir anbieten. Und genau deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass man darüber sensibilisiert. Also hier ein riesiges Danke ans Y-Kollektiv, dass ihr die Leute über so ein Thema aufklärt. Weil wenn die anstehenden oder die nahestehenden Personen sowas wissen, dass sowas existiert, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf Twitter schreibe, ey, das Bild ist fake, dann wissen die Leute meistens, okay, das kann durchaus sein, dass sowas fake ist. Also eben, sowas schützt dann auch. Hier schützt tatsächlich das Wissen, dass solche Techniken existieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass sowas publik gemacht wird. Also nochmal Dankeschön. Ich recherchiere 4 Monate verdeckt im Darknet und will wissen, wie beliebt sind solche Rufmordkampagnen und was beinhalten sie? Deepfakes erstellen. $500 für 4 Bilder und 2 Videos. Instagram, Facebook, Snapchat, Tinder, Twitter, Gmail, iCloud. Jeder Account kostet $700. Das ist wirklich günstig. Das überlegt euch das mal. Also da steckt natürlich auch jemand hinten dran, der sowas macht. Gut, kommt natürlich auf die Qualität drauf an. Also ich kann jetzt eine KI einfach völlig automatisiert drauf ansetzen, dann macht die das für mich. Und ich habe am Ende ein Deepfake in der Hand. Das sieht aber natürlich meistens nicht komplett glaubwürdig aus. Also ich habe das mal mit ein paar Bildern von mir getestet. Zum Beispiel Bart funktioniert gar nicht. Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Aber es gibt ja auch eine KI, die Nacktbilder produziert von euch. Ich habe darüber auch sogar mal ein separates Video gemacht. Und diese KI funktioniert natürlich für Frauen einigermaßen gut, aber für Männer natürlich überhaupt nicht. Also da zum Beispiel Bart kannst du komplett knicken. So, aber auch teilweise für Frauen sieht das nicht realistisch aus, und das ist gut so. Aber man geht dann halt im Nachhinein noch hin, nimmt das Bild und Photoshop da rein, was da eigentlich so passiert ist. Und dann sieht es erst realistisch danach aus, und da wird es dann schwierig. Also manche von diesen Deepfakes sind sehr, sehr gut, aber andere sind wirklich nicht sehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass für den Preis
wahrscheinlich nicht so gut. Aber zum Glück, also muss man dazu sagen. Ich treffe einen Mann, gegen den genau so eine Rufmordkampagne läuft. Und das seit Jahren. Da stand dabei, schaut mal, was dieses pädophile kleine Miststück macht und ihr beschäftigt den. Wie kommt man klar, wenn einem das Leben von jetzt auf gleich zur Hölle gemacht wird? Deine Kinder werden brennen, dann du. Ich komme deinem Haus immer näher. Das ist halt genau das Problem, dass Menschen glauben ganz gerne das, was sie glauben wollen. Und hier sind wir eigentlich schon bei einem richtig großen Problem. Wenn jemand glauben möchte, dass er pädophil ist, dann wird derjenige das auch glauben. Während er kann sogar beweisen, dass er nichts gemacht hat, dass er vielleicht an einem gewissen Tag ein Alibi hatte, das ist schon Jahre zurück, wahrscheinlich kann er sich dann nicht mehr daran erinnern, was er gemacht hat, aber er könnte vermutlich beweisen, dass er nichts getan hat, was irgendwie falsch ist, aber die Leute wollen ihm halt nicht glauben. Und ja, das ist natürlich super gefährlich. Nachweisen kann man den Leuten wahrscheinlich sowas relativ schwer, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen, wahrscheinlich, wenn das Video weiterläuft. Meine Recherche beginnt im Dezember 2020. URL ich bin im Darknet auf verschiedenen Marktplätzen und in Foren unterwegs. Relativ schnell stoße ich dabei auf Links, die mich zu Seiten führen, auf denen vermeintliche Hacker ihre Dienste gegen Geld anbieten. Ich mache alles für Geld. Okay, lass uns mal ganz kurz hier durchlesen. Mich interessiert das, was die hier tatsächlich anbieten. Also Preis, I'm not doing this to make a few bucks here and there. I'm a professional computer expert. Who would earn 50 bis 100 Euro an hour with a legal job? Muss man dazu sagen, also, das ist wenig. stop reading if you don't have serious. No. You can pay me anonymously using Bitcoin. No? Also, Bitcoin ist nicht anonym, okay? Das ist auch immer was wichtig ist. Bitcoin ist pseudonym, zumindest wenn man es einfach nur als Coin benutzt und unpraktisch zum Bezahlen von Leuten. Also, wenn ihr was mit Bitcoin bezahlt, zahlt ihr erstmal 35 Euro, zumindest aktuell gerade so ungefähr, obendrauf, nur damit die Überweisung läuft. Also, anonym ist eher sowas wie Monero oder Dash oder so. Oder man kann natürlich Bitcoin auch anonym benutzen, aber eben nicht das Normale verwenden. Naja, wahrscheinlich macht er das dann im Hintergrund. Technical Skills, wow, HTML, PHP, SQL, Apache, wow. Ja, okay, C, C++, Assembler, Delphi ist schon eher... Warum Delphi? Warum würde ich das sowas brauchen? Zero-Day Exploits, Highly Personalized Trojans, okay. Bots und DDoS. Aha, das heißt, er macht wahrscheinlich irgendwas mit Denial of Service, aber Zero-Day-Exploits halte ich ein bisschen für ein Gerücht, aber gut, kann man halt draufschreiben. Also ich meine, man hat Erfahrung mit Zero-Day-Exploits, sobald man irgendeine Schwachstelle gefunden hat, die sonst niemand kennt. Das ist im Endeffekt die Definition eines Zero-Day-Exploits. Spear-Phishing ist ganz schön fies, aber wenn man da dagegen sich, also wenn man sich auskennt mit Phishing, dann fällt man auf sowas normalerweise nicht rein. Übrigens, bevor ich es vergesse, aktuell ist wieder mal Spearphishing im Umlauf. Und zwar haben mir schon drei Leute von euch geschickt, es gehen SMS rum. SMS, die euch sagen, ey, ein Paket kommt jetzt direkt. Bitte auf gar keinen Fall auf diesen Link klicken. Wir haben das mal, also ich habe das mit jemandem besprochen, der sich da noch, oder der das schon analysiert hat. Und der hat gemeint, das Ganze infiziert einfach nur euer Handy. Ist im Endeffekt Malware natürlich, das war klar, und man kann es halt nicht wieder rückgängig machen. Das heißt, das Einzige, was hilft, ist, das Handy auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Erst dann werdet ihr das Ding los. Also bitte bloß nicht auf diesen Dein Paket ist bald da Link klicken. Die SMS sind momentan wirklich stark im Umlauf. Also ich habe von mehreren Leuten gehört, dass sie mindestens 3 pro Tag kriegen. Das ist super ätzend, aber ihr könnt dagegen erstmal nichts machen, bis die Leute dann wirklich gefasst werden, beziehungsweise damit aufhören. Weiter geht's. Social Engineering Skills. Phone Calls, English, Spanish, German. Wow. Anonymity, no one will ever find out who I am or anything about my clients. Ja, da muss ich ihm wahrscheinlich leider recht geben. If I can't hack something technically, I'll make phone calls or write emails. Ja gut, also das heißt, wenn er quasi nicht die Person direkt hacken kann, versucht das mit Social Engineering. Heißt immer noch nicht, dass er reinkommt. Wenn sich diese Person ein bisschen auskennt, dann kommt er da nicht rein. Aber es geht ja auch gar nicht darum, in den Account der Person reinzukommen und irgendwelche Infos über ihn zu leaken, sondern ihm Infos unterzuschieben sozusagen. Also er würde vermutlich hierher gehen und... Ah, das steht unten noch, what I'll do. Okay, lass uns das erstmal noch durchlesen. Wanted someone simply hacking something technically, causing a lot of technical trouble on websites, also denial of service, das ist jetzt nicht wirklich Espionage, getting private information from someone, ruining your opponents, okay,
I can ruin them financially or get them arrested, whatever you like. Ja, das ist halt genau das Problem. Also hier eben diese, gerade diese Kinderpornografie-Geschichte ist halt super, super gefährlich. Weil man kann natürlich, wenn man jemanden angreift, ja, also nehmen wir einfach mal an, jemand fährt erfolgreichen Social Engineering-Angriff auf jemanden, dann habt ihr das Problem, nehmen wir einfach mal an, ihr werdet gefischt, ja, und jemand kriegt Zugriff auf euren Telegram-Account oder auf euren WhatsApp-Account oder was auch immer und schickt dann einfach irgendjemanden zum Beispiel Kinderpornografie, ja, also quasi als Fake. Das heißt, der Hacker da, also Hacker in Anführungsstrichen, der Täter da, der Cyberkriminelle, ist natürlich im Besitz von dieser Kinderpornografie und schickt die dann einfach so rum, als wäre es der Client selber gewesen. Ist schwierig. Müsste man aber eigentlich nachweisen können, wenn er das so macht, weil man, ja gut, man müsste halt die Logs haben, ne? Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber man könnte vermutlich. Wenn du willst, dass ich das Leben einer Person zerstöre, dann werde ich das tun. Das war sehr viel von mir jetzt, sorry. Das Leben eines Menschen zu ruinieren, das zählt hier als mittelgroßer Job. Kosten 500 Euro. Falsche Informationen über jemanden in den sozialen Medien verbreiten. Okay. $450 werden dafür verlangt. Ich will wissen, wer hinter solchen Angeboten steckt und ob das, was ich hier lese, echt oder fake ist. Also melde ich mich bei verschiedenen Foren im Darknet an und gebe vor, an einer solchen Rufmordkampagne interessiert zu sein. Schon nach wenigen Stunden bekomme ich erste Rückmeldungen. Eine Gruppe von Hackern meldet sich bei mir. Angeblich haben sie sich darauf spezialisiert, gegen Geld falsche und irreführende Fakten zu verbreiten. Ihr Ziel? Rufmord. Am häufigsten würden sie Unternehmen, Politiker und Prominente attackieren. Rufmordaufträge gegen Privatpersonen würden sie aber auch oft durchführen. Wir bieten grundsätzlich eine Mischung aus verschiedenen Techniken an, um sicherzustellen, dass der Auftrag perfekt ausgeführt wird. Als erstes müssen wir mehr Informationen über das Ziel erhalten, um einen Plan zu erstellen. Wir haben das schon oft gemacht und es funktioniert. Alles muss so ablaufen, dass niemand etwas merkt. Es schreiben mir auch einige Leute, die angeblich selbst schon Rufmordkampagnen gekauft haben und mir Tipps geben wollen. Das, was hier angeboten und empfohlen wird, fällt rechtlich unter üble Nachrede oder Verleumdung. Dafür kann es Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu 2 oder bis zu 5 Jahren geben. Na gut, dazu, also um jemanden anzeigen zu können, musst du wissen, wer die Person ist. Darauf ist unser Justizsystem leider nicht vorbereitet. Also klar, ich kann eine Anzeige gegen Unbekannt machen, aber es bringt halt nicht wirklich was. Weil wenn die Leute, also das Darknet, erstmal ganz kurz nochmal zusammengefasst für die, die mich vielleicht noch nicht so lange kennen. Darknet ist im Endeffekt ein Begriff für Webseiten, die nur über den Tor-Browser verwendet werden können, sogenannte Onion-Websites. Und diese Onion-Websites, die bieten euch eigentlich eine ziemlich gute Anonymität. Gerade wenn man es noch mit Linux Tails zum Beispiel kombiniert, dann kann man da eigentlich nicht wirklich gefunden werden. Ist super wichtig für Journalisten. Edward Snowden zum Beispiel hat natürlich auch sowas hier benutzt. Aber kann natürlich auch missbraucht werden, so wie hier. Das heißt, da findet man natürlich allerlei nicht legale oder semi-legale Webseiten. Und das fällt dann natürlich drunter. Punkt dahinter ist allerdings, man kann nicht so gut gefunden werden, weil eben der Traffic hier einmal quer durchs Internet geroutet wird und am Ende weiß die Webseite nicht, wer ihr seid. Ihr wisst nicht, wo die Webseite genau steht und dadurch ist halt die Anonymität zustande gekommen. Aber ihr könnt trotzdem miteinander kommunizieren. Also, ja. Jemanden darüber zu finden, kleine Analogie hier oder kleine Geschichte hierbei. Es hat mal jemand tatsächlich über Facebook einfach, also Facebook übers Darknet quasi erreicht. Also er ist ins Darknet gegangen mit Linux Tails und ist dann an Facebook rangegangen und hat dort dann einfach sich ganz normal registriert, das kann man dort machen, und hat dort minderjährige Damen angeschrieben. Ja? Und diese minderjährigen Damen hat einfach angeschrieben, ey, ich habe Nacktfotos von dir, ich will, dass du mir noch mehr Nacktfotos schickst, oder er hat sie einfach gegen Geld erpresst. Und klar, ein Großteil hat einfach nicht geantwortet, aber ein kleiner Teil von vielleicht 1000 hat vielleicht eine geantwortet. Reicht völlig aus, es gibt genug davon. Und dadurch konnte er sich schon mal sicher sein, dass die natürlich Nacktfotos im Internet hat und hat so eventuell noch mehr bekommen, beziehungsweise hat einfach Geld von ihnen bekommen. Und den hat man tatsächlich geschnappt, aber es war super, super kompliziert. Man hat, also das FBI hat mit, ich glaube, der NSA und Europol irgendwie zusammengearbeitet, also auf jeden Fall eine gigantische Kampagne, quasi alle, ja, alle großen Anbieter von westlichen Security-Sachen, also Polizeiarbeit, haben sich da zusammengeschlossen und haben ihm eine Falle gestellt, also sich quasi als minderjähriges Mädchen ausgegeben, das seinem Beuteschema entsprochen hat, und haben ihm dann ein Foto geschickt, beziehungsweise ein Video geschickt, also eben eins dieser Nacktvideos, aber war natürlich keins,
was eine Schwachstelle in Linux Tales ausgenutzt hat, im Videoprogramm quasi von Linux Tales, und darüber haben sie seine echte IP bekommen und darüber konnten sie ihn dann festnehmen. Also ihr seht, das ist super, super kompliziert, super schwer. So eine Schwachstelle gibt es natürlich jetzt auch nicht mehr. Die wurde jetzt natürlich behoben, und wenn er das jetzt nochmal machen würde, würde man ihn wahrscheinlich nicht so einfach finden. Das heißt, es war mehr oder weniger auch ein bisschen Glück dabei. Und ähnlich schwer ist es bei solchen Leuten natürlich. Also die sind schon ziemlich sicher da. Aber das interessiert ja offenbar niemanden. Hier schreibt mir gerade jemand, dass er selbst schon mal so eine Kampagne gekauft hat, um seinen Arbeitskollegen loszuwerden. Und da wurden wohl Dokumente, Videos und Bilder von genau dem Kollegen gefälscht und an den Chef geschickt. Und der hat dann wohl daraufhin seinen Job verloren. Ob das wirklich stimmt, kann ich nicht überprüfen. Ich bekomme aber von ihm den Kontakt von einer Hackerin, die er angeblich selbst auch schon beauftragt hat. Ich melde mich über WeCami bei ihr. Einem Messenger, bei dem die Daten stark verschlüsselt werden sollen und die Nutzer selbst entscheiden können, wie lange Nachrichten lesbar bleiben. Ist aber nicht im Darknet, okay? Also das Wicker ist ein sicherer, ziemlich sicherer Messenger, aber nicht im Darknet. Also irgendwie so besonders verschlüsselt oder besonders anonym ist das jetzt auch nicht unbedingt. Man könnte also rausfinden, wer dahinter steckt, aber Wicker hat natürlich nicht die Informationen. Das heißt, man kann eben nicht mehr herausfinden, wer dahinter steckt, weil Wicker eben auf Anonymität auch aus ist. Wicker ist übrigens auch ein guter Messenger, den ich damals bei meinem Messenger-Vergleich, glaube ich, nicht ganz so hervorgehoben hatte. Ist einfach nur ein Video, ne? Ich kann auch nicht unendlich lange Videos machen. Bevor sie automatisch gelöscht werden. Um mit ihr in Kontakt zu bleiben, habe ich deshalb immer nur wenige Stunden Zeit, um ihr zu antworten. Wir schreiben über eine Woche lang, jeden Tag miteinander. Sie erzählt mir, dass sie angeblich schon über 30 Mal solche Rufmordkampagnen gegen Geld gestartet haben soll. Ich werde das Leben des Opfers komplett durchforsten und mit seiner Telefonnummer und seinen E-Mail-Logins beginnen. Ich werde seine sozialen Konten durchsuchen und alles finden, worüber er jemals mit jemandem gesprochen hat. Wir können jedes Szenario gegen diese Person entwickeln, wenn du willst. Um an alle Passwörter und Zugänge der Zielperson zu kommen, brauche sie angeblich gerade mal 24 bis 48 Stunden. Okay, sie schreibt gerade, 2 Deepfake-Videos und 4 manipulierte Bilder kosten $500. Social-Media-Accounts zu hacken, um dann die Infos gegen das Opfer zu verwenden, kostet $700. Also vielleicht für die, die jetzt gerade in Versuchung sind, da was in diese Richtung zu machen. Ich würde euch raten, sucht euch einen anderen Job. Die sind besser bezahlt, okay? Also in der Security-Branche verdient man, wenn man wirklich gut ist, 1000 Euro am Tag, also für 8 Stunden Arbeit. Das mache ich jetzt durch YouTube nicht mehr wirklich viel, beziehungsweise nur noch sehr selten, aber also YouTube zahlt halt super schlecht, ja, aber ich mache das lieber auf YouTube, deswegen mache ich das momentan mehr. Aber ich habe tatsächlich schon Aufträge gehabt, die waren deutlich besser bezahlt als das da. Also und einfach ganz viele Falschinfos über Facebook, Instagram, Tinder und so zu streuen. Und noch Fake-Accounts dazu kosten wohl $700. Ich bin zu diesem Zeitpunkt mit 5 Personen in Kontakt, die mir ihren Service oder ihre Erfahrung anbieten. Ich will wissen, wie weit sie bei einer solchen Kampagne gehen würden. Während ich auf ihre Antworten warte, mache ich mich auf die Suche nach Menschen, die selbst Opfer einer Rufmordkampagne geworden sind. Aber die Recherche ist nicht leicht. Die wenigsten wollen offen über das, was ihnen passiert ist, sprechen. Klar. Oft aus Scham und Angst, dass die Attacken dann noch schlimmer werden. Kann ich auch absolut verstehen. Also ich meine, wenn man so eine Cybermobbing-Kampagne gegen jemanden hat, dann und dann wieder auftaucht sozusagen und sagt, hey, das ist alles fake, dann wird es ja gerade erstmal nur noch schlimmer. Deswegen, da muss man sich auf jeden Fall gut wehren können und muss halt die Leute davon auch überzeugen können, dass es fake ist und dass es halt einfach solche Fakes auch gibt. Wie gesagt, deswegen ist auch die Doku hier so wichtig. Über den Verein Bündnis gegen Cybermobbing finde ich Peter. Schön, dich zu sehen. Schön, euch zu sehen. Habt ihr gut hergefunden? Ja, das ging so flott. Peter ist 49 Jahre alt und lebt mit seiner Familie im Saarland. Vor 10 Jahren fing die Verleumdung gegen ihn online an. Seit 3 Jahren sei es besonders schlimm, erzählt er mir. Es gibt Falschnachrichten über ihn. Er bekommt Drohnachrichten, online, aber auch am Telefon. Und genau so eine zeigt er mir jetzt. Ich spiele da einmal eine ab. Ich weiß nicht, ich habe 2, 3 habe ich irgendwo aufgezeichnet. Du kleiner Wichser. 10 Jahre bist du mir nun schon durch die Lappen gegangen. Aber dieses Jahr wirst du nicht überleben. Wie leicht lasse ich dein Haus abbrennen, wenn du mal wieder unterwegs bist und erschieße dich erst, wenn du alles verloren hast. Ha!
fahren zur Hölle. Das ist ja Psychoterror einfach. Vor allem diese Art von Psychoterror ist halt auch noch mal gefährlicher, weil sie tatsächlich ernst gemeint ist teilweise von den Leuten. Also die Leute lesen dann einfach nur solche Falschinformationen über jemanden und glauben das dann sofort und wollen denjenigen dann eben von sich aus quasi so fertig machen. Also das heißt, es steigert sich halt. Das heißt, man hat diese Cybermobbing-Kampagne und dann kommen halt teilweise noch die normalen Menschen, in Anführungsstrichen, dazu, die halt das Ganze noch mehr übertreiben. Deswegen ist halt super gefährlich. Ob und von wem die Rufmordkampagne gekauft wurde, das weiß er nicht. Der oder die Angreifer bleiben anonym. Bevor dieser Telefonterror begonnen hat, fing aber alles online an. Peter zeigt mir sein Büro. Hier arbeitet er normalerweise im Homeoffice für den Verein, bereitet zum Beispiel Vorträge über die Folgen von Cybermobbing an Schulen vor. Das hat er schon gemacht, bevor er selbst zur Zielscheibe wurde. Ich soll einen Eindruck davon bekommen, was er die letzten Jahre über sich ergehen lassen musste. Dann hatte ich das hier manchmal nach Tagen. Für jedes Jahr hat er einen eigenen Ordner angelegt, in dem er verfälschte Artikel, manipulierte Bilder und noch mehr Beweise sammelt. Er zeigt mir ein Bild, auf dem tote Kinder nach einem Gasangriff in Syrien zu sehen sind. Auf Detailbilder davon wurden technisch relativ gut die Gesichter meiner Kinder montiert. Alter. Ich finde das Bild an sich schon ganz, ganz hart anzugucken. Und das ist auch das einzige von denen, was ich gespeichert habe. Die anderen habe ich einfach gelöscht, weil ich auch gesagt habe, was hilft das? Jetzt noch dieses Bild und noch, soll ich das noch archivieren? Soll ich mir das immer wieder? Konnte ich nicht. Ja. Die Gesichter seiner eigenen Kinder auf den Körpern von Leichen zu sehen, das war für ihn bisher das Schlimmste. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss. Es werden auch viele Artikel über Peter gefälscht, so wie der hier. Peter hat sich dafür entschieden, dass wir diese Artikel hier zeigen dürfen. Denn er will sich nicht länger verstecken. Um ihn zu schützen, haben wir uns aber dafür entschieden, seinen Nachnamen hier nicht offen zu nennen. So, das trotz Polizei und allem drum und dran ist das hier noch online. Ja. Also das war vom 26. Juli 2019. Wann regt dem endlich jemand das Handwerk? Du bist damit gemeint? Ich bin nicht nur damit gemeint, ich stehe da namentlich auch mit drin. Über Jahre soll ein Assistenzarzt im Universitätsklinikum in Homburg etliche Kinder sexuell missbraucht haben. Die betroffenen Eltern wurden nicht informiert, obwohl das Klinikum schon Anzeige erstattet hat. Auch frühere Hinweise aus der Belegschaft wurden offenbar unzureichend beachtet. Hilfe beim Verkauf der kinderpornografischen Bilder bekam er offensichtlich von Peter. Das heißt, er hat einen echten Artikel des SR, war es glaube ich, genommen, hat den mit seinen Angaben mich betreffend verfälscht und hat die dann wieder über Facebook Menschen geschickt, hat das in Gruppen geteilt. Also es gibt hier Gruppen, unser Wiebelskirchen, unser Neunkirchen, das sind so Ortsteile, wo er das dann eben auch gepostet hat. Wisst ihr eigentlich, wer unter euch lebt und passt auf eure Kinder auf? Ja? Und da sind diese Sachen eben immer mitverbreitet worden. Und das Problem ist halt natürlich auch, man kann einfach so viele Accounts auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer erstellen, wie man eigentlich möchte. Da gibt es keine Limitierung für. Also das heißt, jeder kann einfach hierher gehen und sich natürlich in Darknet da einen Account machen und dann solche Artikel dann posten. Und das Fälschen von solchen Artikeln ist jetzt nicht gerade allzu schwer. Man macht ja einfach ein Foto davon und dann kann man den Text ersetzen. Beziehungsweise man ersetzt zuerst den Text und macht dann das Foto davon. Uff. Wie fühlt sich das an? Also ne, es ist ja gerade einfach noch online für jeden frei zugänglich sichtbar. Wie fühlt sich das an für dich, wenn du sowas siehst? Ich krieg gerade schon wieder Puls, ne, weil das... Ja, es ist bei der Polizei, es ist bei Facebook gemeldet, es ist gelogen. Und du kannst nichts machen. Also doch, was man dann auf jeden Fall machen muss, ist natürlich Anzeige erstatten. Also das gilt auch, wenn ihr irgendwie Opfer von einem Hackerangriff werdet, oder, also ich meine jetzt nicht Phishing, sondern wenn ihr wirklich irgendwie merkt, ey, da ist jemand auf meinem System, oder ihr habt vielleicht eure Daten jetzt, I don't know, bei League of Legends, da war es zum Beispiel bei mir auch so, dass da eure Daten gehackt werden. Das ist jetzt nicht besonders schlimm, aber darüber kann man natürlich dann E-Mail-Adresse, Passwort nehmen und sich bei anderen Diensten anmelden. Und wenn das passieren sollte und man darüber persönliche Informationen über euch rausfindet, dann müsst ihr das der Polizei melden. Denn wenn die Polizei weiß, dass ihr mal Opfer von Identitätsdiebstahl, Cybermobbing oder sowas wart oder immer noch seid vielleicht,
dann sind natürlich auch solche Anzeigen von Leuten, die zum Beispiel, also jetzt zum Beispiel bei den Leuten, die da irgendwie ihre Kinder betroffen sehen, sind dann natürlich, gehen zur Polizei und die haben das im Hinterkopf. Die sehen, ah, schau mal hier, der hat selber Anzeige erstattet, weil er mal Opfer von Cybermobbing wurde, und die wissen, dass sowas existiert. Das heißt, da ist es dann schon lange nicht mehr so hilfreich, so eine Kampagne ist dann nicht mehr so erfolgreich, wenn man da schon mal Anzeige deswegen erstattet hat und wenn man da schon mal Opfer wurde. Und sobald ihr irgendwie sowas merkt, müsst ihr zur Polizei gehen und die informieren, das ist ganz klar. Also es ist wichtig. Also diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit, dem gegenüberzustehen, ist eigentlich immer das Schlimmste. Angefangen haben die Attacken gegen ihn, nachdem er einem im Internet gemobbten Schüler hilft, rechtlich dagegen vorzugehen. Trotzdem weiß Peter nicht, wer hinter seiner Rufmordkampagne steckt. Während seiner Vorträge an Schulen hat er viel mit Kindern zu tun. Seit er verleumdet wird, würden ihm auch oft viele Aufträge wegbrechen, erzählt er mir. Allein der Hauch eines Verdachts, jemand könnte pädophil sein, ist für Menschen in der Kinder- und Jugendarbeit oft eine berufliche Katastrophe. Auch klar, wenn es überhaupt nicht stimmt. Da gab es also auch Vereine, wo mich Menschen kennen. Weil natürlich auch die Betreiber dann Druck kriegen von den Eltern. Und die Eltern sind da teilweise natürlich super stark dahinter. Was ja verständlich ist. Ich meine, man hat dann auch eine gewisse Angst davor, wenn er jetzt zum Beispiel als Kinderschänder bezeichnet wird, was er ja wurde, oder gar irgendwie die Bilder verbreitet oder sowas. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, wenn man das einfach so hinnimmt, dass diese Kampagnen erfolgreich sind, und die sind erfolgreich, wenn er dadurch weniger Aufträge kriegt und sein Leben quasi schwerer wird, dann macht man solche Kampagnen auch beliebter. Und ja, das ist halt genau das, was man eigentlich nicht machen sollte. Die dann auch mich angeschrieben haben, ob das eine Namensverwechslung wäre oder, ne, man müsste da mal drüber reden. Es gab aber auch viele, die einfach den Kontakt dann abgebrochen haben. Es gab auch Schulen, die gesagt haben, ja, die Eltern sind auf uns zugekommen, bevor sie in 14 Tagen mit den Kindern arbeiten, würden wir gern zur Sicherheit nochmal ihr polizeiliches Führungszeugnis sehen. Auch mir zeigt er sein Führungszeugnis. Ich bekomme von ihm auch den Kontakt von der polizeilichen Sachbearbeiterin, mit der Peter seit Jahren wegen der Verleumdung zu tun hat, und kann seine Polizeiakte sehen. Peter ist nicht vorbestraft und hat gegen all das, was er mir hier zeigt, Anzeige erstattet. Sehr gut. Seitdem online verbreitet wird, er wäre pädophil, hat er über 100 Drohnachrichten bekommen. Unter anderem von Eltern, die Angst um ihre Kinder haben. Peter zeigt mir auch diesen Artikel hier, in dem behauptet wird, er hätte ein Haus in seiner Heimatstadt in Brand gesetzt. Den Brand hat es wirklich gegeben. Er nimmt mich mit zu genau dem Ort, an dem die Brandruine steht. Ich hätte hier meine zweite Familie umgebracht, also erweiterten Suizid begangen. Ich hätte das Haus abgefackelt, die Familie umgebracht und wäre dabei selbst ums Leben gekommen. Das haben einige Menschen geglaubt. Das muss man sich halt mal geben, ja. Die glauben eher so einem Artikel, als dass sie ihm glauben, der da quasi in Person vor ihnen steht und bezeugen kann, ey, ich lebe noch, guck mal. So, das ist halt einfach traurig. Also wir brauchen da definitiv bessere Aufklärung, gerade auch was sowas angeht. Ich meine, man kann auch von so einer Rufmordkampagne betroffen sein, wenn man nie das Internet benutzt. Ja? Da hilft es nicht einfach zu sagen, hey, ich will kein Internet mehr sehen. Ist halt einfach so. Also ich stehe tatsächlich auch mit jemandem in Kontakt, der solche Leute betreut und der eben genau sich um sowas kümmert. Also der hat sich jetzt nicht auf Rufmordkampagnen spezialisiert, sondern eher Identitätsdiebstahl. Aber trotzdem ist es natürlich ein wichtiges Thema, gerade auch was Cyber Security angeht. Und ja, wir schauen immer mal wieder, dass wir da vielleicht uns gegenseitig updaten können. Aber ja, es ist halt einfach ein richtig schlimmes Problem, einfach, dass die Leute so das glauben wollen auch und ihm dann halt nicht glauben wollen. Also ich meine, warum glaubt man jemanden im Internet, den man nie gesehen hat? Warum? Ich meine, da steht jemand auf der Straße, der dich direkt, wenn die Leute dir sowas direkt ins Gesicht sagen müssten, würden sie es natürlich nicht tun, weil es offensichtlich gelogen ist. Das ging sogar so weit, dass wir echte Kondolenzschreiben bekommen haben, also von Menschen, die von diesem Ereignis gehört haben. Das war ja in allen Medien hier, das hat ja wirklich stattgefunden. Also die haben mir gar nichts Böses gewollt, aber wenn man den Briefkasten ausmacht und sieht da diese schwarz umrandeten Karten und weiß, ich muss gerade zweimal schlucken, sorry. Ist alles gut. Oh Mann. Peter erzählt mir, dass er seit dem Brand noch nie hier vor Ort war. Wenn wir hier langs fahren, wir fahren immer außen rum. Ich weiß nicht, ob jetzt bewusst oder, aber wir sind hier nie hergekommen.
Weil wenn ich mir das auch vorstelle, dass hier ja eine echte Tragödie passiert ist, auch dass man das so ausnutzt und ausschlachtet, um noch jemand anders noch mit reinzuziehen, das gibt dem Ganzen ja nochmal ein ganz anderes Bild. Wie krank muss jemand sein, der hier echtes Leid und Tod einer Familie schamlos ausnutzt? Parallel zu den Falschnachrichten, die über Peter gestreut werden, hat er selbst auch Drohnachrichten bekommen. Unter anderem, dass sein Haus als nächstes brennen werde. Peter lebt seitdem in ständiger Angst. Wenn ich Brand rieche und wenn nur der Nachbar irgendwo ein Grillfeuer anmacht und ich rieche den Rauch oder auch möglicherweise irgend so ein Brandbeschleuniger, damit das Grillfeuer schneller angeht, dann habe ich panische Angst. Ich laufe direkt durchs Haus, schnapp die Kinder, habe ein Feuerlöscher in der Hand und suche, ob das Feuer bei uns am Haus ist. Und selbst wenn ich genau weiß, ist nicht bei uns, dann kommt wieder der Gedanke, okay, wenn jetzt wieder ein Haus brennt und ich wieder der sein soll, der das gemacht hat, also ich komme da einfach nicht zur Ruhe. Ja, das ist schwierig. Dass Peter in ständiger Angst lebt, wirkt sich auch auf seine psychische Gesundheit aus. Seinen Vollzeitjob als Referent in der Jugend- und Erwachsenenbildung kann er deshalb gerade nicht mehr ausüben. Ich habe auch mit Psychologen darüber gesprochen. Verleumdung im Internet und Cybermobbing sind für Betroffene extrem belastend und können unter anderem zu Schlaflosigkeit, Angststörungen oder schweren Depressionen führen. Nicht selten enden sie auch im Suizid. Also man muss da auch gerade dazu sagen, gerade wenn man damit noch nie Berührungspunkte hatte, ist sowas super belastend. Also ich habe in meiner relativ frühen YouTube-Phase habe ich auch mal Morddrohungen unter einem Video bekommen und die waren echt nicht nett. So, und mittlerweile muss ich sagen, es ist halt leider, auch wenn es sich doof anhört, es ist leider relativ normal geworden. Also ich meine, warum kriege ich unter einem Tutorial Morddrohungen? Das ist halt einfach Käse. Aber es ist mittlerweile relativ normal geworden, auf YouTube sowas zu lesen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt Morddrohungen, aber Beschuldigungen oder Anfeindungen oder sowas. Und das ist eigentlich ziemlich traurig, weil viele Leute nicht drüber nachdenken, was das eigentlich mit demjenigen wirklich macht, den sie da vor sich haben. Also im Endeffekt, ich bin auch ein Mensch im Internet und das war damals schon ziemlich belastend, muss ich sagen. Mittlerweile ist es halt, ich klicke halt auf Melden und dann war es das für mich. Also es mag dumm klingen, aber man stumpft ab. Das ist aber wahrscheinlich bei ihm nicht so, weil er nicht permanent quasi Leuten im Internet ausgesetzt ist, so wie jetzt ein YouTuber oder zum Beispiel ich das bin. Schade eigentlich oder traurig, dass die Menschen einfach nicht mehr nachdenken. Irgendwie Bildschirm wirkt dann halt irgendwie so fern und doch irgendwie so nah. Manche können sich dann vielleicht mit der Person besser identifizieren, manche vielleicht weniger gut und ja, wenn es halt einem nicht gefällt, was diese Person macht, dann kann man auch einfach wegschalten, ohne dass man vielleicht irgendwas Beleidigendes schreibt. Ich bin mir sicher, jetzt werden hier unter diesem Video wahrscheinlich auch wieder einige sein. Mal gucken, ob ich die melde oder euch einfach mal als kleines Seht her, so meine ich das, anpinne oder sowas, keine Ahnung. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Zurück zu Hause gucke ich mir einige der Artikel, die Peter mir gezeigt hat, genauer an. Die meisten Artikel, die manipuliert wurden, sind vom Saarländischen Rundfunk und rein optisch fällt die Manipulation nicht auf. Ich nehme Kontakt mit Yannick Böffel auf, dem Autoren, der die Artikel im Originalen geschrieben hat. Ja, wunderbar. Ja, sehr schön. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Er wusste nichts davon, dass verfälschte Artikel von ihm im Umlauf sind. Ich zeige sie ihm und erzähle, was Peter passiert ist. Und wenn ich dann überlege, das ist mit den Dingen, die ich gemacht habe, passiert, die ich besten Wissens, die ich sauber recherchiert habe und einfach durch das Hinzufügen von zwei kleinen Sätzen kommt plötzlich was ganz anderes raus und diese Texte werden, blöd gesagt, zu einer Waffe gegen jemanden. Und das tut schon weh, dass das mit so einfachen Mitteln möglich ist. Und für was heißt einfache Mittel? Also man muss auch einfach mal ganz klar sagen, das ist super, super einfach zu machen. Ihr könnt jeden Text auf einer Webseite so editieren, wie ihr das wollt. Ihr könnt ihn natürlich nicht online editieren, ja? Das heißt, man sieht das Ganze dann nicht am Ende auf der Webseite, aber man sieht natürlich trotzdem die Änderungen bei euch in eurem Browser. Das heißt, wenn ihr dann einfach hergeht und dann die Webseite screenshottet, dann ist das schon fertig. Das kann jeder machen und es dauert ungefähr 5 Minuten, höchstens.
Also ich habe das tatsächlich zum Beispiel auch schon gemacht, um irgendwie Webseiten abzufotografieren, aber ohne halt ein Copyright irgendwie zu verletzen, weil Bilder sind häufig gecopyrightet, natürlich der Text auch. Aber ich wollte dann für euch quasi die Überschrift plus eine Zeile Text in meine Videos einbetten, habe dann einfach das Bild rauseditiert aus der Webseite, habe dann ein Foto davon gemacht und dann euch gezeigt. Und natürlich unten die Originalquelle wie immer verlinkt. Und das ist halt eine Sache, die, ja, was soll man sagen, ist halt einfach super easy machbar. Einfach Rechtsklick untersuchen und fertig. Ja, schwierig. Manche einfach nicht zu erkennen. Aber was können Menschen tun, die sich eben nicht auskennen? Ach so, deswegen ganz, ganz wichtig auch immer, die Quellen zu lesen. Also wenn jemand so einen Artikel postet, dann dürft ihr keinem Artikel trauen, solange nicht die Quelle dazu steht. Deswegen muss man ja als, wenn man ordentlich recherchiert, also als Journalist oder als was auch immer, die Quelle hinpacken. Das heißt, wenn jemand in eine Facebook-Gruppe einfach nur ein Bild reinpackt von irgendeinem Zeitungsartikel, ja, was mache ich dann? Dann sage ich, ey, ich glaube dem Ding erst, wenn da eine Quelle drin ist. Gut, ich benutze kein Facebook mehr, aber das sei mal dahingestellt, ja. Aber ich glaube, jedem Artikel nur, wenn ich eine Quelle dazu habe. Und da reicht mir ein Bild nicht dafür. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man immer halt alles belegen kann. Und deswegen findet ihr auch bei mir oder bei allen anderen Journalisten, wie jetzt wahrscheinlich auch beim Y-Kollektiv, alle Quellen unten in der Beschreibung immer verlinkt. Sollte eigentlich Standard sein. Und manche Seiten machen das nicht. Was mich übrigens bei meiner Recherche auch immer wieder auf 180 bringt, das muss ich einfach mal hier so rauslassen. Hier T-Online sind mir die allerliebsten, okay? Die schreiben irgendeinen wichtigen Artikel und du kannst dir alles selber ergoogeln, wo die das herhaben. Weil die einfach, also sie sagen zwar teilweise die Quellen, aber manche Artikel lassen sie halt auch einfach weg. Also nichts gegen T-Online jetzt, aber gelegentlich passiert das mal bei ihnen auf der Seite. Manche Artikel sind auch schön mit Quellen, aber manche eben halt leider auch nicht. Und das machen viele Webseiten mittlerweile leider so, was echt ein Unding ist. So viel dazu. Um Fälschungen auch als solche zu erkennen. Yannick sagt, in diesem Fall ist vor allem eine Sache auffällig. Der Hauptmarker in diesem Fall ist einfach, dass der Name drin steht. Wir wägen ja immer unheimlich schwer ab zwischen Persönlichkeitsrechten und dem Interesse der Öffentlichkeit. Und man kann einfach, wenn ein kompletter Name von einer Privatperson, selbst wenn es ein Täter ist, da drin steht, ist das eigentlich immer schon ein relativ guter Hinweis, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Du als auch. Gut, das mag jetzt für ihn gelten. Er ist wahrscheinlich dann ein Journalist, der auf sowas Wert legt. Bei der Bild sehe ich das jetzt ein bisschen anders. Also da kennen wir ja verschiedene Vorwürfe, die das nicht so zeigen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die haben ja teilweise auch wirklich den Chatverlauf von Betroffenen komplett veröffentlicht auf WhatsApp oder sowas. Und deswegen natürlich dann Rügen gekriegt. Also man kriegt dann auch von oben, von der Presseagentur oder von wem auch immer, der das da handhabt, ich kenne mich da nicht aus, kriegt man ja eins auf den Deckel, wenn man das nicht macht. Oder wenn man eben Namen oder sowas reinpackt. Aber man kann es halt trotzdem machen und man muss es halt nicht editieren. Man kriegt dann halt einfach eine Rüge und das war's. So, aber für ihn gilt das zum Glück nicht. Also er sagt dann halt, okay, ich lasse den Namen dann raus und das ist eigentlich auch das, was man machen sollte. Autor, was hast du jetzt für eine Möglichkeit, irgendwie dagegen vorzugehen? Weil die sind ja noch im Umlauf, die werden ja noch verbreitet, die sind noch öffentlich zugänglich. Was kannst du dagegen tun jetzt? Tatsächlich sind wir auch am Überlegen, ich persönlich, aber auch als Saarländischer Rundfunk am Überlegen, rechtliche Schritte einzuleiten, weil es geht auch ganz ehrlich um meinen guten Namen als Journalisten, weil so arbeite ich nicht und diese Verfälschungen machen aus meinen Texten was ich nie machen will. 7 Wochen, nachdem ich mich in einschlägigen Darknet-Foren angemeldet habe, haben sich insgesamt mehr als 18 Menschen bei mir gemeldet, die Rufmord online anbieten oder Krass. Gekauft haben. Ich beginne zu erahnen, wie groß der Markt für solche Kampagnen zu sein scheint. Mit einem angeblichen Käufer einer Rufmordkampagne habe ich Mailkontakt. Er sagt, die Kampagne, die er gekauft hat, hätte nur wenige 100 Pfund gekostet. Es komme immer darauf an, wie schlimm du jemanden zerstören willst, wer die Person ist und ob sie sich wehren kann oder eben nicht. Von fast allen Menschen, die Rufmord als Service verkaufen und mit denen ich Kontakt habe, wird mir angeboten, Deepfakes über die Zielperson erstellen zu lassen oder Passwörter zu knacken, um an sensible Informationen des Opfers zu kommen. Deswegen, also ganz kurz nochmal zusammengefasst, Passwörter knacken, was macht ihr dagegen? Naja, ihr benutzt natürlich Zwei-Faktor-Authentifikation, okay? Das ist das Allerwichtigste. Geht jetzt sofort her, pausiert dieses Video und holt euch einen Google Authenticator oder falls ihr es noch sicherer haben wollt, holt ihr euch einen YubiKey oder sowas, dann ist das schon mal weg. Manche Seiten bieten das leider nicht an. Was machen wir also, wenn eine Seite doof ist und keine Zwei-Faktor-Authentifizierung angeht? Ganz einfach, wir gehen her, schreiben denen E-Mail und sagen denen, ey, es ist 2021, mach mal hier 2-Faktor. Habe ich schon jetzt ungefähr 5-mal gemacht.
Und in den meisten Fällen bekommt ihr dann eine Antwort wie, ja, das steht auf unserer To-Do-Liste, wir sind noch nicht dazu gekommen. Das hat eigentlich fast jede Seite mittlerweile und das bedeutet dann für euch, okay, vielleicht habt ihr es auf der To-Do-Liste noch ein kleines bisschen nach oben gehoben. Wenn euch das zu viel Arbeit ist, könnt ihr auch einfach hergehen und sagen, hey, benutzt einen Passwortmanager. Also nicht einfach das normale Passwort hier ASDF1234 oder sowas verwenden. Das ist offensichtlich bei jedem Hacker sofort das erste, woran er denkt, vielleicht das zweite oder das dritte. 12345 ist immer noch eins der Top-Passwörter. Also was machen wir? Wir lassen uns einfach zufällige Passwörter generieren. Ich packe euch einen Link unten in die Beschreibung, wenn ihr wollt. Da findet ihr dann so ein Generator, also ich habe ein Python-Skript dazu geschrieben, das ist quasi ein Passwortgenerator, der wirklich sichere Passwörter generiert, der hat über 100 Bit Entropie und hoffentlich habe ich jetzt nicht gelogen, er hat auf jeden Fall viel Entropie, also Zufall quasi und die kann man einfach nicht vorhersagen, die stehen auf keiner Wordlist drauf, ihr könnt sich auch nicht merken, weil sie super, super lang sind, aber das ist auch in Ordnung. Was ihr deswegen macht, ist, ihr benutzt einen Passwortmanager, das heißt ein Gerät, eine Anwendung, wo ihr euch quasi die Passwörter reinspeichern könnt und dann habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Das ist das für schwache Passwörter. Was Phishing angeht, da hilft dann natürlich auch Zwei-Faktor-Authentifikation, deswegen ist es sowieso das Allerwichtigste. Und bitte auf keine verdächtigen Links draufklicken, außer ihr macht das so wie ich und analysiert die Links, das mache ich ganz gelegentlich mal ganz gerne. Das nächste, was ihr machen könnt, ist natürlich gegen Deepfakes. Was machen wir gegen Deepfakes? Naja, wir wissen einfach, dass solche Dinge existieren. Also verurteilen wir niemanden, der vielleicht irgendwas bei sich oder mit sich oder sowas hat. Wir wissen, dass Bilder fake sein können, also nicht echt sein können. Ich meine, ihr glaubt doch auch nicht, dass wirklich alles auf Instagram echt ist, oder? Also, seid nicht so naiv. Also, was machen wir? Wir glauben dem einfach nicht. Ja? Wir fragen Betroffene, beziehungsweise wir lassen die Polizei recherchieren, ob wirklich was ist. Und wenn wirklich irgendwo mal Kinderpornografie oder Kinderschändung im Raum steht, dann wird die Polizei ermitteln und dann wird die da auch nachforschen, bis sie was haben. Und ja, das ist dann halt Polizeiarbeit. Das ist halt einfach nicht euer Ding. Das heißt, lasst die Polizei urteilen, beziehungsweise die Justiz und nicht euch selber. Auch wenn es euch schwerfällt. Das wären so die wichtigsten Dinge, die man hier einfach so sagen muss. Ich will verstehen, wie das funktioniert und ob das überhaupt so einfach möglich ist und fahre deshalb nach Frankfurt. Ich glaube, wir haben sogar mal ein Deepfake bei mir auf dem Kanal erstellt. Auf dem Hauptkanal war das allerdings, also auf meinem The Morpheus Tutorials. Dort haben wir... Nee, wir haben kein Deepfake erstellt, wir haben Halloween-Bilder gemacht. Richtig, so war das. Also ich habe die KI quasi ein Halloween-Bild von mir erstellen lassen. War aber ziemlich interessant, muss ich sagen. Also es hat mehr oder weniger gut funktioniert. Ich habe auch mal versucht, mir, wie gesagt, mehrere Deepfakes von mir zu erstellen. Ich probiere die ganzen Tools immer aus. Und die sind, wie gesagt, teilweise sehr, sehr gut, teilweise wirklich, wirklich schlecht, aber mit ein bisschen Photoshop-Skills hinten bei und du glaubst alles. Also da könnte man alles mitmachen. Ich treffe David Wollmann. Er ist ein White Hat, also ein ethischer Hacker. Er prüft unter anderem Sicherheitslücken in Unternehmen. Das habe ich einfach genommen, da wollte ich dich dann... Und der Arme hat denselben Struggle wie ich übrigens. Schaut euch mal seinen Bart an. Es ist furchtbar, mit Maske Bart, also mit Bart Maske zu tragen, weil dann einfach der Bart unten so rausquillt. Das sieht so komisch aus. Und wenn man die Maske getragen hat, hat man da auch immer so komische Wellen drin. Das ist furchtbar. Reinbringen? Ja. Wie ich das Kapitol stürme. Genau, wie du das Kapitol stürmst oder dabei bist. Und ja. Um von dir Videomaterial oder Material zu bekommen, habe ich einfach auch gegoogelt und habe dann eben beim... Das ist ja quasi öffentliches Material, was wir haben. David erstellt einen Deepfake von mir, also hat mein Gesicht in ein anderes Video eingefügt. Mhm. Er hat nur Videomaterial von mir genutzt, das jeder frei im Internet finden kann. Wie von mir das Video auch. Wird jetzt also von einem Programm automatisch in Einzelbilder zerlegt. Es reicht schon was. Fun Fact, ich glaube nicht, dass das Programm wirklich auf seinem Laptop läuft, weil ich habe es mal auf meinem Rechner gestartet und damals hatte ich noch meinen alten Rechner. Mittlerweile habe ich 64 GB Arbeitsspeicher, damals hatte ich glaube ich 20 oder sowas. Nee, nicht 20, waren 24, glaube ich. Ich glaube, ich hatte 24 GB RAM und es war nicht genug. Auch meine Grafikkarte hatte natürlich weniger. Aber sowas frisst wirklich viel. Aber man kann ja einfach den Laptop nehmen und es in der Cloud rechnen lassen. Also die Cloud kann ja jeder mieten. Ja, also Google Cloud, AWS, alles. Da könnt ihr euch Grafikkarten mieten. Kostet halt irgendwie, ich glaube, 100 Euro pro Stunde, wenn ihr wirklich ein Mega-Ding haben wollt. Aber man kann so viel ausgeben, wie man möchte. Und ja, dann geht das ziemlich fix eigentlich. Was halt, sage ich mal, eine Minute Videomaterial oder 100, 200 Bilder, damit kannst du trotzdem schon arbeiten. Und das haben wir ja eigentlich, also viele von uns ja auf... Nochmal, sorry, wenn ich jetzt hier so oft auf Pause drücke.
Videomaterial ist auf der anderen Seite auch immer unterteilbar natürlich in einzelne Frames und jedes einzelne Frame ist quasi ein Bild. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich aus Spielen. FPS, Frames per Second, das heißt Bilder pro Sekunde. Das bedeutet, wenn ihr ein Video guckt, sieht das nur flüssig aus, weil es halt mehrere Bilder sind, die euer Gehirn nicht mehr als Einzelbilder unterscheiden kann und deswegen denkt ihr, okay, ist ein Video. Wenn ihr aber nur ein Bild seht, so wie dieses Standbild gerade hier, dann sieht das so aus, als wäre es halt eben nur ein Bild. Und wenn ihr natürlich jetzt irgendwie 24 Bilder pro Sekunde habt oder ein Video von 5 Sekunden, habt ihr im Endeffekt 5 mal 24 Bilder pro Sekunde normalerweise. Oder wenn ihr Zocker seid, wahrscheinlich eher 60 Bilder pro Sekunde. Deswegen, ja, wir haben viele Bilder, wenn wir ein Video von uns online stellen. Auf Instagram, Facebook oder sonst. Klar, ich meine, es wird verbreitet, es denkt eben auch keiner darüber nach, was könnte damit passieren. Die eigentliche Arbeit macht jetzt die künstliche Intelligenz. War übrigens auch ein langer Grund, warum ich bei mir kein Face gezeigt habe. Auf meinem Hauptkanal habe ich vor Oktober 2019, wenn ich nicht lüge jetzt gerade, ungefähr Oktober war es, habe ich mein Gesicht nicht gezeigt, obwohl ich seit 2012 diesen YouTube-Kanal betreibe und seit 2015 aktiv. Also nicht den hier, sondern den anderen. Und das war der Grund, warum ich quasi mein Gesicht nicht gezeigt habe. Aber dann wurde ja mein Gesicht geleakt von meiner Uni, wo ich Dozent bin und von der Uni, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Konnte man es auch finden, deswegen war es dann auch egal. Aber ja, das ist auch der Grund, warum viele ihr Gesicht nicht zeigen wollen. Aber mittlerweile schafft man es halt einfach nicht mehr, weil es überall Überwachungskameras gibt. Wenn ihr irgendwie einen Urlaub wollt, wenn ihr ein Perso macht, dann ist euer Gesicht halt einfach online. Vielleicht nicht öffentlich online, aber andere können das halt auch benutzen. Ja, ist halt einfach nicht so besonders cool. Dafür braucht man lediglich einen Laptop. Auf viele Deepfake-Programme hat man ansonsten aber freien Zugriff. Das ja, Ergebnis... Die findet ihr quasi fast immer bei GitHub oder sowas. Die werden halt von GitHub natürlich häufig gelöscht. Also GitHub ist quasi eine Seite, wo ihr Code teilen könnt. Und wenn man ein bisschen Ahnung hat, kann man den Code auch zum Laufen bringen. Also es ist jetzt nicht wirklich ein Hexenwerk oder sowas. Aber GitHub löscht die auch teilweise, aber natürlich bleiben die dann trotzdem irgendwie da und jemand anders lädt sie wieder hoch und so weiter und so fort, weil ja, man kann das Ganze natürlich auch einfach selber hochladen dann. Sieht dann so aus. Ach, das ist ja der Hammer. Das ist echt gut. Das sind auch wirklich genau einfach meine Gesichtszüge, ne? Also ich habe ungefähr 3 bis 4 Stunden einfach nur das ganze Modell berechnen lassen. Also mehr ist das nicht. Du brauchst keine Tage und du brauchst sonst nichts, sondern das habe ich einfach auf dem Laptop hier gemacht. Ja. Okay. An Passwörter und sensible Daten zu kommen, sei auch nicht so schwer. Aber du kannst ja zum Beispiel einfach mal dann ein anderes Modell benutzen. Ja, okay. Ah ja, übrigens eine super Seite, habt ihr es gerade gesehen? Have I Been Pawned. Wenn ihr wissen wollt, ob mal Passwörter von euch geleakt wurden, also das heißt nicht, ob ihr mal Opfer von Phishing wurdet. Phishing ist was anderes. Also das heißt, wenn jemand euch quasi einen Link schickt und sagt, hey, log dich hier ein, deine Bilder von Instagram wurden geklaut, das geht momentan auch wiederum. Und ihr gebt da eure Anmeldedaten ein, dann sind eure Passwörter nicht geleakt, sondern dann sind sie einfach nur gefischt worden. Das bedeutet, jemand, also ein böser Hacker hat eure Passwörter dann. Und das, was ihr gerade gesehen habt, war Have I Been Pawned. Das ist quasi eine Sammlung von Datenbanken, wo Unternehmen gesagt haben, also zum Beispiel Lieferando oder League of Legends war da auch dabei und so weiter und so fort, wo ihr dann einfach gucken könnt, ey, hatten die mal Hacker bei sich auf dem System und haben diese Hacker, was haben diese Hacker eigentlich geklaut? Und dort findet ihr quasi erstmal die meisten Datenbanken, natürlich nicht alle, weil nicht alle bekannt sind, aber ihr findet einen guten Punkt. Das heißt, bitte verlasst mal ganz kurz dieses Video, lasst es vielleicht im Hintergrund weiterlaufen, lasst mich brabbeln und geht mal auf Have I Been Pawned. Kann man super googeln und gebt dort einfach mal eure E-Mail-Adresse ein. Und dann eure E-Mail-Adressen und findet dann raus, ob ihr mal auf so einer Seite wart. Also macht das einfach mal oder nebenbei auf dem Handy oder sowas. Kann man super machen, es dauert nicht lange. Schaut einfach mal und wenn da eure E-Mail-Adresse beisteht, dann erklärt das A, warum ihr plötzlich Spam bekommt und B, müsst ihr natürlich alle Passwörter ersetzen, wo ihr dieses Passwort von der Webseite hattet. Also zum Beispiel bei mir war es League of Legends. Nehmen wir an, ich hatte dort das Passwort 12345. Ja? Dann muss ich offensichtlich alle E-Mails, alle Logins von mir ändern, wo ich meine E-Mail-Adresse und das Passwort 12345 hatte. Denn ansonsten können Hacker das einfach verwenden. Offensichtlich. Ja? Und wie gesagt, am besten 2-Faktor-Authentifizierung überall einsetzen, bitte. So. Einige Daten schwirren von vielen von uns sowieso schon im Internet rum. Oh, meist ohne, dass wir es wissen, sagt David. Oh, er zeigt mir eine Seite, wo man genau das nachprüfen kann. So, und du siehst, rot ist meistens nicht so gut. Rot ist schlecht, ja. Das heißt, die Seite ist so nett und die listet sogar auf, in welchen Datenlecks die irgendwelchen Firmen... Und rein theoretisch reicht das aus,
dass ihr Anzeige erstatten könnt. Weil, wenn aufgrund von solchen Datenleaks ein Identitätsdiebstahl oder irgendwas anderes passiert, dann haften die Webseiten dafür. Das ist der witzige Punkt hinten dran. Das bedeutet, wenn ihr da einen roten Screen seht bei Have I Been Pawns, dann könnt ihr jetzt hergehen und könnt Anzeige erstatten. Und das war eben das, was ich eingangs auch meinte. Wenn ihr Anzeige erstattet, dann ist es wahrscheinlicher, dass am Ende dann dass die Behörden, die gegen euch vielleicht ermitteln, wegen was auch immer für Rufmordkampagnen, dass die dann tatsächlich wissen, okay, könnte auch einfach fake sein. Also deswegen Anzeige erstatten, wenn es rot ist. Sollte sie hier auch machen. Passiert sind, du betroffen bist davon. Ach, also bei mir gibt es einen Datenleck und ich bin eigentlich schon ein bisschen in Gefahr. Die Seite informiert dich sogar, welche Daten bei welchem Einbruch oder Datenverlust von dir verloren gegangen sind. Okay, ich guck mal. Ja. Also ja, hier steht Name, E-Mail, Passwort ist normalerweise das Häufigste. Meine IP-Adresse, meine Passwörter. IP-Adresse ist nicht schlimm. IP-Adresse werdet ihr seit dem Leck wahrscheinlich sowieso eine andere haben. Das heißt, ihr bezieht da ja regelmäßig neue IP-Adressen. Also einmal Router ausmachen, vielleicht ein paar Tage offline sein und dann wieder anmachen. Das reicht 100% aus. Und wenn ihr nicht ein paar Tage offline wart, ihr kriegt wahrscheinlich so oder so. In der Zwischenzeit habt ihr eine neue Adresse bekommen, neue IP-Adresse bekommen. Meinen richtigen Namen, mein Geburtsdatum und mein Username ist verloren gegangen. Also genau, also bei zwei verschiedenen. Mhm. Apps, die ich benutzt habe, sind angegriffen worden. Dabei wurden Daten geklaut, unter anderem meine. Die Infos sind zwar verschlüsselt. Oh, das war Hashcat. Das war Hashcat. Habe ich sofort erkannt, habt ihr es gesehen? Jetzt muss ich kurz zurückgehen. Irgendwer hatte mir mal einen Shortcut gezeigt, aber die benutze ich leider auf YouTube echt selten, weil ich meistens angegriffen wurde. Dabei wurden Daten geklaut, unter anderem meine. So, das da. Seht ihr es? Das ist Hashcat. Hashcat ist ein Tool, dazu habe ich tatsächlich mal eine Tutorial-Reihe gemacht, die ich von YouTube wieder runternehmen musste, die ihr aber wahrscheinlich bald auf einer anderen Seite von mir findet. Hashcat ist ein Tool, mit dem ihr Passwörter knacken könnt und wir benutzen dort normalerweise immer eine Wordlist, die nennt sich rockyou.txt und das ist eine Wordliste, wo quasi die 40 Millionen oder sowas in der Art, 40 Milliarden, 14 Milliarden, auf jeden Fall viele, häufigste Passwörter aus echten Hacks verwendet werden. Also quasi man hat die im Klartext vor sich und die Passwörter sind natürlich verschlüsselt. Und dann lässt man Hashcat einfach durchlaufen und ja, wie gesagt, bei mir dauert das jetzt, wenn ich meine Passwörter mal teste oder meine Hashes teste, dauert das maximal vielleicht ein paar Stunden und dann habe ich aus dem Passwort, also dem verschlüsselten Passwort, wieder mein Klartext-Passwort rausgerechnet. Ich probiere einfach jedes Klartext-Passwort in dieser Wörterliste aus und dann kriege ich mein verschlüsseltes Passwort wieder und damit kann Hashcat überprüfen, ob die gleich sind. Und wenn euer Passwort unter den schlechten, unter den schwachen Passwörtern war, das heißt, die Hacker wissen dann am Ende sehr, sehr wahrscheinlich euer Passwort, also euer echtes Passwort. Und deswegen solltet ihr da auf jeden Fall Passwörter verwenden, die eben niemand vorhersagen kann, also die nicht in so einer Wordliste drinstehen und dementsprechend schwer zu knacken sind. Ja? Weil wenn sie verschlüsselt sind, kann man sie nicht zurückrechnen, sondern man kann nur die vorhandenen, die möglichen, häufigen 50 Milliarden Passwörter zum Beispiel wieder verschlüsseln und dann überprüfen, ist das das Passwort gewesen. Ja, so macht das die Website im besten Fall auch. Das heißt, benutzt immer super schwere Passwörter, dann kann sowas, so ein Hashcat-Crack-Angriff, kann dann auch nicht so erfolgreich sein. Ja, also das nochmal kurz zusammengefasst, warum ihr Passwortmanager verwenden solltet mit nicht vorhersagbaren Passwörtern. Okay? Gut. Die Infos sind zwar verschlüsselt, allerdings kann man sie auch leicht entschlüsseln. David will mir zeigen, wie das geht. Er lässt mein verschlüsseltes Passwort durch ein Programm laufen, was für jeden frei zugänglich im Internet zu finden ist. Ist auch wichtig. Also das Programm ist an sich nicht illegal. Das, was man damit tut, kann illegal sein, aber es ist ein wichtiges Tool für Pentester, um zu gucken, wie gut sind Webseiten eigentlich geschützt oder Dienste geschützt oder sowas. Und dann kann man das natürlich dann reparieren am Ende. Das heißt, dieses Tool sollte auf jeden Fall gratis und frei für jeden verfügbar sein, weil Hacker können sowas auch verwenden. Und deswegen muss man sich vor diesen Menschen schützen, ist klar. Fertig. Ne, das ist auch krass, das ist mein Passwort. Ja, das ging ja schnell. Ui. Das hat ja jetzt nicht mal, das hat ja nicht mal 3 Sekunden gedauert. Nee, dann hat sie ein ziemlich schlechtes Passwort gehabt. Der Fehler liege allein schon bei der Bezeichnung Passwort. Es solle im besten Falle nämlich eben kein Wort sein, sondern eine Aneinanderreihung sowohl von Zahlen, Buchstaben als auch Sonderzeichen. Das ist tatsächlich eine gute Analogie. Im Idealfall pro Account. Fun Fact, wer sich jetzt von euch angesprochen fühlt, der darf mir das gerne mal unten reinschreiben, nicht? Und zwar, Menschen benutzen ganz gerne folgende Art von Passwort, um auf diese 8 Zeichen zu kommen. Sie benutzen einen großen Buchstaben,
dann irgendein Wort, also ein Wort mit, am Anfang groß geschrieben, so wie man es halt in der deutschen Rechtschreibung normalerweise macht, wenn man Groß- und Kleinbuchstaben haben muss, vielleicht aber sogar nur das Wort und am Ende meistens irgendwelche Zahlen. Eventuell sind die Zahlen noch am Anfang, das ist dann auch möglich, und dann kommt das Wort oder eventuell ist noch ein Sonderzeichen, zum Beispiel ein Bindestrich, ein Bodenstrich oder sowas, zwischen den Zahlen und dem Wort. Und das ist schon alles, was an Variation drin ist. Das heißt, wenn man eine Liste von häufigen Wörtern hat und dann einfach weiß, okay, maximal 3 Zahlen, das ist so das allerhöchste der Gefühle, vielleicht auch 4 Zahlen, dann sind es meistens Jahre, also Jahre 1990 oder 1995 oder sowas, und dann eben noch Sonderzeichen dazwischen macht, das kann man in Hashcat alles einstellen, dann habt ihr einen Passwort-Tracking-Angriff, der natürlich ein bisschen länger dauert als nur ein paar Sekunden, aber damit die allermeisten Passwörter kaputt macht. Das heißt, sobald ihr ein Wort drin habt oder sobald ihr als Mensch dieses Passwort generiert habt, habt ihr wahrscheinlich ein leicht zu crackendes Passwort gemacht. Deswegen lasst euch dieses Passwort von irgendjemandem vorschlagen. Soweit ich weiß, Firefox, wenn ihr Firefox verwendet, Firefox schlägt euch immer Passwörter vor. Nehmt die sind super. Oder verwendet eben, wie gesagt, mein Skript. Ich verlinke euch das Video unten in der Beschreibung. Das ist ein Python-Skript, das kann auch jeder sich frei im Internet runterladen. Bei GitHub könnt ihr selber ausführen. Ich habe sogar ein Tutorial dazu, wie ich das Ding schreibe. Und dann könnt ihr euch da sichere Passwörter generieren lassen. Super einfach machbar. Vielleicht sollte ich das mal tatsächlich hosten als Webservice. Das wäre tatsächlich mal eine gute Idee. Lass mich das kurz aufschreiben. So, okay, das muss ich noch machen, das wird aber noch ein bisschen dauern, dass ihr das quasi einfach auf die Webseite geht und dann wird euch da jedes Mal ein Passwort in JavaScript oder sowas generiert. Ja, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, aber nehmt irgendwie sowas. Und ein Passwort mit mindestens 8 Zeichen. David vermutet, dass auch das Generieren von... 8 Zeichen ist wenig, 8 Zeichen ist sehr wenig, nehmt mehr, nehmt am besten irgendwie so 40 oder sowas. Falschmeldungen in Zukunft ähnlich leicht möglich sein wird. Es kann sehr gut sein, dass du irgendwann ein Programm hast, Fake News 1.0 oder so, wo du sagen kannst, okay, das sind meine Parameter und die Person soll dann das und das gemacht haben. Ja. Ja? Und das auf jeden Fall. Also stehen wir gerade eigentlich erst am Anfang. Wir stehen definitiv am Anfang. David sagt, wenn eine Rufmordkampagne erst einmal in Gang gesetzt wurde, dann kann man es kaum schaffen, sie zu stoppen. Ja. Auch Peter kann die Kampagne gegen ihn nicht stoppen. Er zeigt mir aber, wie er sich zu schützen versucht. Schau mal, eine hängt da oben. Ja, und das hier ist eben dann eine Kamera hier für den Bereich. Dann hängen dort vorne 2 Kameras, die den Bereich hier überwachen. Das Kamerasystem hat Peter installiert, nachdem ein Backstein an sein Fenster geworfen wurde. Von wem und warum der Angriff kam, das weiß er nicht. Er vermutet aber, dass es mit der Online-Verleumdung zusammenhängt. Vermutlich war es halt tatsächlich sogar wirklich ein Benutzer, der diesen Backstein geworfen hat und diesen Artikel gelesen hat und dann halt aufgebracht war gegenüber ihm. Also vermutlich war es nicht durch die Rufmordkampagne selber. Das ist halt das Beunruhigende daran. Aber mit Kameras wäre ich vorsichtig. Also muss ich hier nochmal ganz eindrücklich sagen. Kameras sind gefährlich, weil Kameras auch Security-Schwachstellen beinhalten können. Das heißt, ihr installiert euch eine Kamera, fühlt euch dadurch sicherer und ein Hacker hat dann Zugriff auf die Kamera. Also wenn man die falsch installiert, dann kann, also man kann sie natürlich auch richtig installieren, sodass sie von außen, vom Internet aus nicht erreichbar sind und dass sie kein Standardpasswort mehr haben. Aber man kann auch Kameras so installieren, dass es falsch ist, dass jeder von außen darauf zugreifen kann. Es gibt eine Suchmaschine für solche Kameras und die ist auch frei und legal. Und da kann man tatsächlich nach genau sowas suchen. Das heißt, man kann da einfach hergehen und kann sich Kameras von wildfremden Menschen irgendwo in Indien oder sowas angucken, die ihre Kameras falsch installiert haben. Jetzt und in diesem Moment. Das heißt, mit Kameras wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ich will ihm hier nichts unterstellen. Es kann gut sein, dass er die Kameras richtig installiert hat. Aber ja, denkt daran, wenn ihr die vielleicht selber aufstellt. Für alle Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel auch private Security, die mal eine Zeit lang sein Haus bewacht hat, hat er insgesamt über 20.000 Euro ausgegeben. Boah. Das Geld fehlt ihm jetzt an anderer Stelle. Da ist eigentlich eine Küche gebrannt. Und die gibt es bis jetzt noch nicht, weil das ganze Geld... Das haben wir jetzt, ein Freund von mir ist vor kurzem umgezogen, daher die ganzen Sachen im Keller, das haben wir jetzt hingestellt, jetzt haben wir mal ein Herd hier oben. Aber ansonsten ist die ganze Küchenzeit, du siehst, es vorbereitet, aber... Er und seine Familie kochen jeden Tag bei seiner Mutter. Sie wohnt in der Wohnung unten drunter. Peter hat von Anfang an versucht, gegen die Angriffe vorzugehen. Mittlerweile ist er aber müde und ich werde auch gleich verstehen, wieso. Er zeigt mir die Polizeiakte zu den Fällen. Peter hat jede einzelne Attacke dokumentiert. Deine Kinder werden brennen, dann du. Ich komme deinem Haus immer näher. Damit bezieht er sich auf den Brand in der Bahnhofstraße vom 24. Juli
wenige hundert Meter von meiner Wohnung entfernt. Er schickt ein Bild mit Kinderleichen mit. Das ist die reine faktische Lage. In der Hoffnung, dass dies bei schnellen Ermittlungen des Täters hilft, übersende ich die entsprechenden Screenshots. Das Profil wurde bereits mehrfach gemeldet, ist aber immer noch aktiv. Boah. Hat das was gebracht? Das ist auch so ein Unding, dass Social Media einfach nichts gegen solche Menschen tut. Wenn man die Leute meldet, die lassen sich so viel Zeit damit. Das ist einfach so räudig, wirklich. Also gut, YouTube muss man sagen, war echt schnell. Ich hab ja auch vor kurzem ein Problem mit einem gehabt. Also jetzt nicht Cybermobbing oder sowas, sondern einfach jemand, der meinen Namen benutzt hat, also The Morpheus Vlogs. Hier nochmal kurz die Warnung an alle. Und dann einfach mein Profilbild genommen hat, wahrscheinlich auch völlig automatisiert. Und dann hatte er quasi einen YouTube-Kanal mit genau meinem Zeugs. Und dann hat er einfach so getan, als wäre er ich. Und hat dann unten in die Kommentare, also auf eure Kommentare geantwortet. Und da stand dann halt The Morpheus Vlogs. Und dann hat er halt geschrieben, ey, willst du Kryptowährung gewinnen? Yo, mach mit, schreib mir auf WhatsApp. Habe ich natürlich gesagt, ey, das ist super nervig. Der hat mindestens 20.000 Kommentare gefühlt verfasst. Also vielleicht waren es nicht so viele, aber es waren auf jeden Fall über 1.000. Ich habe nämlich über 1.000 Stück gelöscht, glaube ich. Und ich habe das dann natürlich YouTube gemeldet. Ich habe auch euch gesagt, meldet ihn bitte. Und das habt ihr dann auch gemacht. Und ich habe dann YouTube auch noch auf Twitter angeschrieben. Und der war dann relativ schnell weg. Also es hat einen Tag gedauert, der war dann weg. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viele von euch dem dann auf WhatsApp geschrieben haben, weil sie dachten, er wäre ich. Ist halt super gefährlich. Deswegen, ja, was soll YouTube machen? Ich meine, sie müssen es auch irgendwie überprüfen. Es könnte auch einfach der Hacker hingehen und sagen, hey, der klaut meine Identität und behaupten, ich wäre er. Und dann werde ich gelöscht, was natürlich auch dumm wäre. In dem Fall war es natürlich eindeutig, weil er irgendwelche Krypto-Scams gemacht hatte, aber es wäre theoretisch möglich. Und deswegen muss man YouTube auch die Zeit geben, das zu überprüfen. Man kann es nicht von einem Algorithmus machen lassen, man kann es nicht automatisiert machen lassen. Und alles, was Menschen machen, dauert. Deswegen, ja, ich mache Social Media nicht wirklich einen Vorwurf, aber es ist halt trotzdem irgendwie dumm. Deswegen, wie gesagt, Ausweispflicht ist gar nicht so verkehrt, aber es wird nicht funktionieren. Und auch der Gedanke, dass die Ausweise gespeichert werden, ist kompletter Bullshit. Deswegen, ich habe dazu ja auch schon ein Video gemacht. Guckt einfach, ich habe euch so viele Videos jetzt hier empfohlen, guckt euch am besten einfach mal meine Videos an, die ich gemacht habe. Da werdet ihr dann finden, was ihr wollt. Alles, was hier drin steht, hat nichts gebracht. Es ist alles daran gescheitert, dass die Polizei auf der einen Seite keine IP-Adresse einer deutschen Adresse zuordnen konnte. Oder wenn doch, dass die Daten vom Internet Service Provider nicht rechtzeitig herausgegeben worden sind. Was? Also da steht in meinen Augen der Täterschutz ganz klar über dem Opferschutz oder auch der Datenschutz, wie man es nennen mag. Fühlst du dich alleingelassen? Na klar. Mit Datenschutz hat es relativ wenig zu tun. Also wie gesagt, ein Täter wird in den allerwenigsten Fällen tatsächlich das ClearNet benutzen. Also das, was man dann am Ende auch zurückverfolgen kann. Im Normalfall wird hier einfach das Tor-Netzwerk verwendet und dann hat man einfach keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Und das Tor-Netzwerk irgendwie zu verbieten jetzt wegen sowas ist vielleicht in manchen Leuten jetzt im Gehirn drin, aber es macht keinen Sinn, weil es gibt andere Möglichkeiten, wie man sich immer noch anonymisieren kann. Es gibt genug Möglichkeiten, sich zu anonymisieren. Das Tor-Netzwerk ist auch nur Open Source im Endeffekt. Wie will man das kontrollieren? Und dann haben wir immer noch das Problem, ja, was machen denn Investigativjournalisten, die geschützt werden müssen, die eben anonym sein müssen. Das heißt, man kann sowas nicht verbieten, man kann es nicht verhindern. Man kann nur Menschen aufklären, dass es solche Rufmordkampagnen gibt und dass sie eben auf sowas bitte nicht hereinfallen sollen. Und deswegen ist ja auch mein Kanal hier da, um euch aufzuklären, was eigentlich Sache ist. Es ist ja nicht so schlimm, als wenn man sich entschließt, etwas sich nicht gefallen zu lassen, sich in seinem, ich glaube, berechtigten Gerechtigkeitsgefühl an die Polizei wendet und dann eben dort auf Menschen trifft, die einem nicht helfen können. Können, ja. Oder vielleicht auch auf Menschen, die gar keine Zeit haben, dir zu helfen. Das oder die gar nicht dazu wissen, wie sie dir helfen könnten. Das kommt auch noch dazu. Ist man da irgendwann. Also gerade wegen so Rufmordsachen, Cybermobbing, es gibt genug Stellen mittlerweile, die das, also im Endeffekt, man muss ja immer bedenken, wenn ich eine Anzeige erstatte, dann mache ich das bei meinem lokalen Polizeirevier. Das ist noch von vor ein paar hundert Jahren vielleicht so sinnvoll gewesen, aber mittlerweile ist es nicht mehr sinnvoll, gerade wenn es online irgendwie ist. Wenn ich eine Online-Anzeige, also halt quasi Anzeige gegen jemanden erstatte, der mich im Internet belästigt hat, dann ist es Quatsch. Dann, der wird in den seltensten Fällen wirklich von derselben Stelle kommen. Was dann passiert, ist natürlich, die lokale Polizei muss das weiterleiten an die höheren Behörden und dann landet es beim LKA oder beim BKA zum Beispiel und dort wird es dann weiter aufgedröselt. Dann gibt es wirklich komplette Kommissionen, die sich nur auf so Internetzeug spezialisieren. Das heißt, die Leute, die das dann am Ende in der Hand haben, sofern sie zumindest wissen, was Identitätsdiebstahl ist, und das wissen die meisten mittlerweile, war noch vor ein paar Jahren anders,
Aber mittlerweile tun es die meisten. Und die Leute, die es dann am Ende bearbeiten, die haben schon Ahnung davon. Aber wie gesagt, es ist halt leider einfach nicht möglich, weil teilweise eben nicht gelockt wird. Also zum Beispiel VPN-Betreiber, die loggen manchmal wirklich nicht. Man kann es nicht wissen, ob sie loggen oder nicht. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Aber manche loggen halt wirklich nicht, weil es in ihrem Land nicht verpflichtend ist. In Deutschland, wenn ihr einen deutschen VPN-Betreiber habt, dann muss der quasi alles speichern, weil er sich sonst strafbar macht. Und in manchen Ländern halt nicht. So, ist halt einfach so. Und auf der anderen Seite, das Tor-Netzwerk lockt generell nicht, weil ihr dann quasi über PCs geht von Benutzern, die das Ganze halt, ja, halt einfach freiwillig zur Verfügung stellen. Das ist der Chaos Computer Club zum Beispiel, hat einen Tor-Node. Die TH, glaube ich, die Technische Uni in Aachen hat einen Exit-Point, einen Exit-Node und mehrere andere Universitäten. Das ist nichts Illegales, das ist eigentlich sogar was Gutes, was Journalisten schützt, was Leute in China die Möglichkeit gibt, aus ihrem absolut limitierten Internet auszubrechen und überhaupt zu berichten über so Sachen wie die Uiguren. Das ist super, super wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es halt leider auch ein Mittel, was halt solche Leute auch verwenden. Und die können dann halt nicht gefasst werden. Also es hat eigentlich nichts mit der Unfähigkeit der Polizei zu tun, sondern es hat eigentlich was damit zu tun, dass es halt technisch einfach quasi unmöglich ist. Der Typ, den ich euch da von Facebook erzählt habe, der die minderjährigen Mädchen angeschrieben hat, der wurde ja auch nur geschützt, weil ein technischer Fehler bei den Entwicklern, bei Open-Source-Entwicklern passiert ist, der eigentlich so nicht vorgesehen war. Und dass man den so ausnutzt, ist eigentlich auch nicht vorgesehen gewesen. Das heißt, da ist quasi einfach nichts möglich. Ja, es mag traurig sein, aber man kann dagegen relativ wenig machen. Deswegen ist es halt umso wichtiger, aufzuklären, die lokale Bevölkerung aufzuklären, ey, das ist Quatsch. Und da muss man halt einfach ein Bewusstsein für entwickeln. Dass man nicht alles glauben darf, was im Internet ist. Eigentlich haben das uns unsere Eltern doch damals beigebracht, oder nicht? Also bei mir war es zumindest so, meine Mutter hat mir immer gesagt, ey, glaub nicht alles, was im Internet ist. Da kann jeder alles reinschreiben, was er möchte. Und so ist es halt nun mal. Aber irgendwie ist es verloren gegangen in den letzten paar Jahren oder paar Jahrzehnten, dass man halt plötzlich doch mehr den Leuten im Internet traut als anderen. Ist eigentlich schade. Einfach ohnmächtig oder wie fühlt sich das an? Ja, ohnmächtig. Also das Gefühl, hilflos ausgeliefert zu sein, nichts tun zu können. Zu ahnen, zu wissen, er kündigt hier an, was er tut. Und dann genau zu wissen, du kannst eigentlich nichts dagegen machen. Das ist Horror. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft hätte, das durchzustehen, was Peter seit 10 Jahren aushalten muss. Und auch nicht jeder hat die Kraft, das zu tun. Ich frage Peter, ob er schon mal an einem Punkt war, an dem er einfach nicht mehr weiter wusste. Was ich als Gefühl schon öfters hatte, war der Punkt, das wird immer schlimmer. Es hört nicht auf. So der Gedanke, wenn mich jetzt jemand über den Haufen fährt, ich bräuchte jetzt nur auf die Straße zu treten und dann wäre es rum. Also das ist schon mal als Gedanke so aufgeblitzt. Dass Peter solche Gedanken hat, kann ich nach all dem, was er mir gezeigt hat, gut nachvollziehen. Zum Schluss meiner 4-monatigen Recherche bekomme ich ein Angebot einer Hackerin, die aus genau dieser Hilflosigkeit ein Geschäft gemacht hat. Das Opfer soll durch unaufhaltsame Gerüchte und dem Streuen von falschen Informationen in den Selbstmord getrieben werden. Sie schickt mir Sprachnachrichten. Ich glaube, neben Geld ist das Wichtigste, was es gibt, die Liebe. Und genau diese Liebe kann dich zerstören. Stell dir mal vor, alle, die du liebst, glauben dir kein Wort mehr von dem, was du sagst. Das führt dazu, dass du dich traurig und allein fühlst. Das kann wiederum zu Depressionen führen. Und diese Depressionen können die Zielperson dazu bringen, sich selbst umzubringen. Und genau das ist beim letzten Mal passiert. Ja, sie hat jetzt gerade erzählt, dass das letzte Mal, als sie das gemacht hat, also so eine Fake-News-Kampagne in Umlauf gebracht hat, hat sich das Opfer von ihr sich das Leben genommen, also hat sich erhängt. Das muss man sich mal geben, die brüsten sich halt auch noch damit. Also für die ist es quasi Mission completed, wenn sich jemand umbringt. Das muss man sich mal so überlegen. Also wie viel Abschaum kann man eigentlich sein? Es tut mir leid, aber uff. Weil alle Leute, die er geliebt hat, aufgehört haben, ihm zu glauben. Auch hier kann ich nicht überprüfen, ob das, was sie mir erzählt, stimmt. Aber allein die Vorstellung, dass es stimmen könnte, nimmt mich mit. Das ist mit Abstand das Krasseste, was mir während meiner 4-monatigen Recherche im Darknet angeboten wird. Und dass solche Dienstleistungen für jeden relativ leicht auffindbar sind, das finde ich verstörend. Natürlich habe ich auch die Polizei kontaktiert und wollte wissen, was sie gegen solche Rufmordkampagnen tun. Sie sagen, sie hätten das auf dem Schirm und würden ihr Bestes geben, um diese Straftaten zu verfolgen.
Man solle sich aber vor allem im Vorfeld schützen, also Profile auf privat stellen und so wenig wie möglich im Internet von sich preisgeben. Das hilft aber doch nicht. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, denn es passiert ja trotzdem. Es hilft vor allem nicht. Also ich meine, gerade wenn man wenn man das jetzt von Peter mitbekommt, am Ende hatte er nicht mal irgendwas im Internet, was ihn da überführen hätte können. Vielleicht ein Bild und dann wurden Artikel umgeschrieben und dann war es schon zu spät. Das hilft, das reicht nicht. Und wir wollen uns auch nicht wieder aus dem Internet zurückziehen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, wenn ihr eine Idee habt, wie man dagegen gut vorgehen kann, also ich habe wie gesagt ein paar Ideen, ein paar habe ich mit euch geteilt. Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man dieses Bewusstsein schafft und dass die Leute verstehen, dass sowas halt einfach vorkommen kann und dass man dagegen was tun muss. Und hinter jeder gekauften Kampagne steckt ein Mensch, der diesen Psychoterror über sich ergehen lassen muss. Und ich finde, das darf nicht sein. Ja gut, also die Kampagnen zu kaufen, das wird man nicht verhindern können. Auch Leute, die sowas anbieten, wird man wahrscheinlich nicht verhindern können, außer man limitiert deren Fähigkeiten, also deren Möglichkeiten. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, einfach per Post irgendwas zu machen. Ja, das hatten wir schon vor zig Jahren, dass man hier, dass jeder quasi anonym mehr oder weniger über die Post was verschicken konnte. Das geht immer noch. Da ist das Internet an sich nicht schuld. So, das heißt, das reicht nicht aus. Und dann einfach zu sagen, wir limitieren Social Media, reicht auch nicht aus. Wir limitieren das Darknet, dann gibt es die Angebote halt wieder auf der Straße. Das wird auch nicht reichen. Deswegen, das funktioniert einfach so nicht. Aber man muss was dagegen tun, das sehe ich genauso. Und ja, da wirklich jemanden zu fassen zu bekommen, ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Also das ist nicht einfach machbar. Gut, ziemlich dunkles Thema. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, dass euch das vielleicht nicht so passiert. Also gerade, dass eure privaten Konten geschützt sind. Dass ihr merkt, dass Privatsphäre auch sehr wichtig ist. Denn wenn Peter seine Privatsphäre besser geschützt gehabt hätte damals, dann wären vielleicht auch solche Rufmord... Also gut, bei Peter schlechtes Beispiel, aber nehmen wir jetzt einfach mal an, jemand hat eine Affäre mit jemand anders... Und dann kommt so eine Rufmordkampagne und dann wird eben die Affäre der Frau geschickt, dann hat man schon den Menschen verloren, dann wird die Affäre noch irgendwie der Mutter geschickt und dann hat man noch irgendwie anders Fake News irgendwie eingestreut und dann glaubt einem sowieso schon niemand mehr, weil eben ein Teil davon war halt wahr und der andere Teil war halt leider nicht wahr. So, und dann muss man natürlich die Familie überzeugen, ey, was war wahr, was war nicht wahr, das ist super schwer. Deswegen ist ja auch natürlich wichtig, dass man seine eigene Privatsphäre auch schützt und solche Sachen nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen kann. Ja, oder dass man eben mit Menschen Klartext redet, beziehungsweise dass hier auch vielleicht in der Verfolgung was gemacht wird. Ich kann es euch nicht genau sagen. Wie gesagt, eure Ideen sind sehr, 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 sehr willkommen. Das war's von meiner Seite. Ich danke euch fürs Zugucken und ja, genau, geht jetzt noch rüber kurz zu Y-Kollektiv und lasst einfach mal die Doku im Hintergrund laufen. Das hilft denen mit Reichweite. Das heißt, einfach starten und dann geht was anderes machen, wenn ihr es jetzt alles schon gesehen habt. Aber lasst ihnen auf jeden Fall den Like und den Klick da. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. We'll be right back.